Wir sind in The Hangar Vampire, die die kommende Nacht bis zum nächsten Sonnenaufgang dafür nutzen, Menschen zu jagen, Gefährten zu finden, die uns die Jagd erleichtern können und ja, unsere Fähigkeiten im Sinne unseres Decks zu erweitern. Dabei starten wir hier oben vom Schloss und unser Ziel ist es, in spätestens Runde 15 wieder zurück zum Schloss zu kommen, denn das Problem ist, würden wir es nicht schaffen, zurückzukommen, hätten wir eigentlich direkt verloren. Das heißt, unsere Siegpunkte wären irrelevant, weil sie nicht mehr zählen. Jetzt ist es so, wir haben zwei verschiedene Spielseiten. Das ist Seite A, das ist die Einsteigerseite, die erlaubt es uns im Grunde, dass wir in dem kompletten Bereich der Berge hier oben noch überleben. Das ist in der eigentlichen normalen Variante nicht so. Da müssen wir mindestens, hier ist das Schloss, hier sind drei Friedhofsplätze, mindestens bis zu dem ersten Friedhofsplatz kommen, hätten dann aber immer noch minus 5 Siegpunkte Abzug, weil wir es nicht zurück bis zum Schloss geschafft haben. Und auf der A-Seite ist es so, dass wir quasi bis hier noch überleben können. Wir haben dann zwar horrende Abzüge von hier zum Beispiel minus 25 Siegpunkten, aber wir würden es noch schaffen. Auf der B-Seite geht es erst hier los mit dem Überleben. Ich habe jetzt die A-Seite aufgebaut, natürlich, denn wir sind ja Anfänger. Jeder Spieler sucht sich einen Vampir aus. Das zugehörige Tableau, das liegt hier. Das hat vier verschiedene Seiten. Den Auslagestapel, da spielen wir jede Runde unsere Karten rein. Die Nachziehstapelseite, da legen wir den Nachziehstapel hin. Den Ablagestapel. Und hier unten gibt es noch eine Seite für Verschlungen. Das heißt, wir sind in der Lage, gelegentlich Menschenkarten, die uns im Grunde nicht so viel nutzen und uns eher blockieren, können wir verschlingen an diversen Stellen im Spiel. Die würden wir dann da unten hinlegen. Jeder bekommt ein Startdeck aus 6 Karten. Das Startdeck ist identisch. Wir starten alle mit dem gleichen Startdeck. Wir bekommen eine Spielscheibe aus Holz und wir bekommen einen Wertungsmarker, den wir hier unten auf das Nullfeld legen. Und da oben haben wir den Mond, der uns die Rundenanzeige vorgibt, den wir auf das erste Feld legen. Wir haben hier die Jagdkarten. Die mischen wir. Wir sortieren für die Anfängervariante die Jagdkarten mit dem Symbol S hier oben raus. Mischen erstmal die ganzen restlichen Karten und bauen die hier neben unserem Jagdgebiet auf. Und jetzt ist es so, also die S-Karten sind einfach ein bisschen komfortabler. Wir nehmen jetzt pro Mitspieler, ich würde jetzt mal mit zwei Leuten spielen, pro Mitspieler nehmen wir zwei Karten raus und nochmal zwei Karten extra. Die kommen aus dem Spiel. Die restlichen Karten mischen wir und legen sie einfach oben auf den Jagdstapel. Das heißt, es ist jetzt sichergestellt, dass wir erstmal die komfortableren Karten spielen können. Jetzt mischen wir die Schätze. Ich habe die schon ausgelegt. Wir mischen die einfach verdeckt und teilen die zufällig den goldenen Feldern mit den Schatzkisten zu. Wenn eine Schatzkiste offen ist, dann legen wir den Schatz auch offen hin. Ist die Schatzkiste verdeckt, legen wir den Schatz verdeckt hin. Wir nehmen hier drei Karten, nicht die obersten allerdings. Wir nehmen dafür jetzt die unteren, weil wir da keine komfortablen Karten wollen. Wir nehmen drei Karten von dem Kartendeck der Jagdkarten und legen sie hier über dieses Gasthaus. Wir haben außerdem drei Rosenkarten. Die legen wir hier oben auf das Labyrinth. Wir haben noch diese die Schlossplättchen, die habe ich jetzt allerdings nicht. Wo sind die? Da habe ich vergessen. Wir haben Schlossplättchen, die unterschiedliche Siegpunkte zeigen. Das heißt, es gibt für verschiedene Spieler Konstellationen, verschiedene Plättchen, die wir uns nehmen. Für zwei Personen würden wir jetzt die 6er und die 10er, das 6er und 10er Plättchen nehmen und würden das mit der höchsten Zahl nach oben aufs Schloss legen. Das heißt, wer später als erster zurückkommt, bekommt die höhere Anzahl. Bei drei Personen wären es 10, 6 und 4. Jetzt haben wir noch die Jagdziele. Bei den Jagdzielen ist es folgendermaßen, das sind diese
kleinen Plättchen hier. Für die normale Variante würden wir jetzt alle Plättchen mit einem beigen Hintergrund nehmen. Es gibt noch Plättchen mit einem goldenen. Hier habe ich eins. Die sind einfach gut, ja, im weitesten Sinne auch noch ein bisschen beige, also sind einfach gelblicher. Wir würden jetzt nur die beigen Plättchen nehmen und die mischen. Und aus denen würden wir zwei Plättchen ziehen, die als offene Spielziele für alle Spieler gelten. In dem Anfängermodus nimmt man nur die, die eine weiße Überschrift haben. Das mache ich jetzt mal, ziehe hier zwei. Und das ist jetzt einmal Werte, einen Siegpunkt für jeden Schatz, den du gesammelt hast. Das gilt für alle Spieler im Spiel und Werte 4 Siegpunkte, wenn du mehr Tiere als jeder andere Vampir gejagt hast. So, die gelten wie gesagt für alle Spieler. Jetzt ist es noch so, dass wir aus den beigen Karten jeder zwei Stück ziehen. Wir gucken uns die im Stillen an und suchen uns eine aus und das ist dann quasi unser individuelles Spielziel, was wir verdeckt auf unser Charakterblatt oder irgendwo auf jeden Fall hier hinlegen. Das wird unser Mitspieler oder unsere Mitspieler werden nicht erfahren, was wir für eins gezogen haben. Die restlichen Jagdziele, Gold, also gelb wie beige, werden komplett durchgemischt und auf diese Grabstätten hier gelegt. Hier unten rechts in der Ecke steht immer drauf, wie viele Plättchen da drauf müssen. Hier wären es jetzt 5, 5, 5, oben sind es mal, hier sind es 6, da sind es 4 und da sind es glaube ich auch wieder 5. Steht auf jeden Fall rechts unten in der Ecke. So, wenn wir jetzt also alles befüllt haben, bereiten wir die erste Runde vor. Dafür zieht jeder, also erstmal mischen wir unseren Nachziehstapel und jeder Spieler zieht verdeckt für sich auf die Hand drei von diesen Karten. Der Rest kommt hier rechts neben das Charakterblatt auf den Nachziehstapel. In der ersten Runde ist es so, wir bestimmen unsere Zugreihenfolge über diese Bewegungspunkte hier oben. Das heißt, ich hätte jetzt 8 Bewegungspunkte. Wenn mein Mitspieler 7 hat, würde er starten. Also der mit den wenigsten Bewegungspunkten wäre der Erste und so weiter. Der mit der nächsthöheren Punktzahl der Zweite und so weiter und so fort. So, das ist aber nur in der ersten Runde so. Später entscheiden andere Dinge, wer der Startspieler ist. Wir müssen noch unser Jagdgebiet vorbereiten, wo wir jagen. Das heißt, wir ziehen 3 Karten und legen die von oben nach unten in diese Dreierspalte. Und damit haben wir unser Spiel vorbereitet und gehen über zum Spielablauf. Ab der zweiten Runde bestimmen wir die Zugreihenfolge jetzt anders. Wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, wir haben die erste Runde schon hinter uns und beginnen jetzt wirklich bei 0 ab der zweiten Runde. Da ist es jetzt folgendermaßen. Wir unterteilen jetzt erstmal unser Spielbrett in verschiedene Bereiche. Da haben wir zum einen hier oben diesen dunklen Bereich, der streckt sich von hier über die Berge und endet quasi links neben den Rosen im Labyrinth. Das wäre der Waldbereich. Dann haben wir hier unten bis hier oben links unterhalb der Berge die Ebene. Wir haben die Berge und wir haben diesen Friedhofsbereich. Und jetzt ist es immer so, jetzt gibt es eine Priorität, wer befindet sich wo und ist dann entweder als erstes oder als letztes dran. Die höchste Priorität hat derjenige oder diejenigen, die sich im Wald befinden, die wären als erstes dran. Ebene als zweites, Berge als drittes, Friedhof als letztes. Befindet sich jetzt jemand, also zwei Personen mindestens innerhalb derselben Ebene, dann wird anhand der Wege unterschieden. Das ist relativ einfach, sich zu merken, weil das hier von oben nach unten geht, die Priorität. Der sich hier auf dieser hellen Straße befindet, wäre als erster dran. Der auf den Gleisen als zweites und der auf den Seewegen hier unten wäre als drittes dran. Und ja, an sich die Priorität ist einfach Wald, Ebene, Berge, Friedhof. Und dann innerhalb derselben Ebene läuft es über die Straßen. Wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, dass jemand quasi in derselben Ebene ist und auf dem gleichen Weg, dann fängt immer der an, der am weitesten vom Schloss entfernt ist. Wenn wir uns jetzt auf demselben Feld befinden, dann wäre der dran, der ganz
oben, also wir haben ja hier unsere Marker, der ganz oben steht auf dem Feld. Genau, so wird die Zugreihenfolge ab Runde 2 bestimmt. Als nächstes gehen wir über ja, zur Hauptmechanik des Spiels, das ist die Jagd. Daneben möchte ich noch erwähnen, das habe ich vorhin vergessen, wir haben hier auf unserem Charaktersheet immer eine individuelle Fähigkeit noch, die irgendwann im Spiel greift. Die sollte man sich auf jeden Fall zu Beginn mal durchlesen. So, wir gehen über zur Jagd. Jetzt ist es folgendermaßen, wenn wir am Zuge sind, dann nehmen wir unsere Jagdkarten, unsere drei, die wir gezogen haben, legen die hier oben in die Auslage. Und jetzt gucken wir als allererstes, ob wir Ablegen- oder Aufdecken-Effekte auf unseren Karten haben. Die müssen als allererstes abgehandelt werden. Also es gibt Karten, die haben ja quasi so eine braune Karte mit einem Kreuz, das wäre dann die Ablegen-Karte, und so ein Stapel heller Karten mit einer braunen Karte mit einem Kreuz zum Aufdecken. Die sind auch anhand dieser Symbole erkennbar. Das heißt, nach denen gucken wir zuallererst. Die müssen zuerst abgehandelt werden, weil in dem Zuge kann es passieren, dass wir eine Karte ablegen und eine neue aufdecken dürfen und unser Deck noch so ein bisschen ja, modifizieren können. Dabei ist es wichtig, wir handeln jede Karte einzeln ab. Also wir suchen uns eine dieser Aufdeck-Ableg-Karten, handeln die komplett ab, die Anweisung, die draufsteht, und gehen dann erst über zur nächsten Karte, falls wir mehrere haben. Und wenn wir dann Karten ablegen, dann können wir die Effekte natürlich nicht mehr benutzen. Aber ja, das ist klar. Und ja, wenn der Nachziehstapel leer sein sollte, wenn wir aufdecken, dann mischen wir den Ablagestapel, also wie immer, und ziehen eine neue Karte auf. Jetzt addieren wir, wenn wir das alles gemacht haben, unsere Bewegungspunkte hier oben. Das wären jetzt in meinem Fall 8. Jetzt können wir uns entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, wir können uns hier bewegen oder wir können hier im Jagdgebiet jagen. Wir können aber auch beides machen. Voraussetzung ist natürlich, dass unsere Punkte reichen. Im Jagdgebiet hier oben seht ihr oben eine 3, eine 2, eine 1. Das bedeutet, um in dieser Spalte jagen zu dürfen, müssen wir 3 Bewegungspunkte einsetzen. Später haben wir auch hier und hier noch gejagte Menschen, Vampire, Tiere liegen, die wir jagen können zu einem günstigeren Preis, in Anführungsstrichen. Ich gucke jetzt also, ich habe 8 Bewegungspunkte, starte hier beim Schloss und kann mir jetzt überlegen, wie ich das Ganze aufteile. Ich würde jetzt sagen, ich gehe 5 Schritte vorwärts, habe dann noch 3 Punkte übrig und kann hier noch jagen. Wir können immer beides machen, wir müssen nicht beides machen, wir können entweder oder. Und Voraussetzung ist natürlich, dass wir mindestens einen Bewegungspunkt überhaupt haben, sonst können wir natürlich gar nichts machen, dann müssen wir einfach ja, auf derselben Stelle stehen bleiben. Und bei der Bewegung genau ist es so, wenn wir an Kreuzungen kommen, wie hier, können wir natürlich in beide Richtungen weitergehen, das ist kein Problem. An sich können wir uns immer vor und zurück bewegen in diesem Spiel, nur nicht im selben Zug. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann nicht 2 vor und dann irgendwie nochmal 1 zurückgehen. Das heißt, ich kann mich in einem Zug immer nur für eine Richtung entscheiden, könnte dann, wenn ich wieder dran bin, die Richtung wechseln. Jetzt haben wir zusätzlich noch verschiedene Felder, die uns verschiedene ja, Boni geben nach unserer Bewegung, also je nachdem, auf welchem Feld wir gelandet sind. Da gibt es zum einen das Schloss. Wenn wir es am Ende dann schaffen, ins Schloss zurückzukehren, würden wir uns, das hatte ich ja schon gesagt, zuerst hier dieses höchste Plättchen nehmen. Und es ist jetzt so, wie gesagt, wir müssen bis Runde 15 zurückkehren. Wenn wir das schaffen und beispielsweise schon in Runde 8 machen, dann dürfen wir nicht mehr aus dem Schloss raus. Das heißt, wir müssen dann im Schloss verweilen, bis das Spiel vorbei ist. Wir dürfen außerdem im Schloss nicht mehr jagen. Das heißt, wir dürfen eigentlich gar nichts machen. Und dann haben wir noch die Friedhöfe. Das sind diese Bereiche. Da hatte ich ja auch schon gesagt, in der normalen Variante sind wir hier auch sicher. Das heißt, wir würden hier überleben. Wenn wir schaffen, bis zum Sonnenuntergang zurückzukehren, wäre alles super. Nur hier dürften wir nicht stehen, aber im Anfängerspiel dürfen wir bis hier. Wir hätten dann allerdings auf diesen Feldern einmalig 5 Siegpunkte
Abzug, wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig zum Schloss zurückzukehren. Außerdem können wir auf den Friedhofsfeldern auch nicht mehr jagen. Jetzt haben wir noch diese Schatztruhenfelder. Wenn wir auf so ein Feld kommen, nehmen wir uns den Schatz, legen den hier drauf. Wir müssen den nicht sofort einsetzen. Das heißt, irgendwann im Spiel können wir sagen, okay, ich nehme den jetzt. Wenn wir den benutzen, drehen wir den Schatz einfach um. Ja. In dem Moment, wo wir den Schatz bekommen, erhalten wir 2 Siegpunkte in Form dieser Blutstropfen und gehen die einfach auf der Leiste ab. Dann haben wir Grabstätten. Das sind diese Bereiche, wo die Jagdziele liegen. Wenn wir auf so ein Feld kommen, dann nehmen wir uns im Stillen diesen ganzen Stapel, zeigen nicht dem Mitspieler, welche Karte wir uns aussuchen und legen die auch verdeckt auf unsere Charakterkarte oder irgendwo in unserem Bereich. Das heißt, wir haben ein weiteres individuelles Ziel, was nur für uns gilt, was auch nur wir kennen. Und ja, grundsätzlich gibt es, wie gesagt, diese beigen Ziele und es gibt diese goldenen Ziele. Die beigen Ziele zählen eigentlich am Spielende und die goldenen geben einen Bonus während des laufenden Spiels. Ich habe die Möglichkeit, dass ich mir eine zweite Karte hier nehmen kann. Dann müsste ich aber eine abgeben, die ich schon habe. Also eine kann ich zusätzlich bekommen. Wenn ich eine zweite nehmen will, muss ich eine, die in meinem Besitz ist, abgeben. Dann haben wir noch die Brunnen. Wenn wir auf den Brunnen kommen, dann dürfen wir einmal zusätzlich in diesem Zug in dieser Einserspalt jagen, müssen aber den Bewegungspunkt bezahlen. Grundsätzlich ist es so, wir dürfen nur einmal jagen. Deswegen der Bonus, wir dürfen ein zweites Mal in der Einserspalte jagen. Aber wie gesagt, wir müssen diesen Bonus bezahlen, es ist nicht kostenlos. Dann haben wir noch das Gasthaus. Im Gasthaus, beziehungsweise wenn wir uns auf dem Feld des Gasthauses befinden, können wir auch jagen. Und zwar diesmal nicht da, sondern hier oben. Das kostet uns 2 Bewegungspunkte. Wir müssen alle 3 Karten nehmen, ohne sie uns vorher angeschaut zu haben. Da ist jetzt der Nachteil. Wir haben Menschenkarten und wir haben, das sind diese ganzen grünen Vampirkarten. Und hier diese Tierkarten. So, bei den Vampirkarten fällt auf, wir haben immer relativ hohe Bewegungspunkte. Das ist, was wir wollen, wenn wir uns bewegen wollen. Bei den Menschenkarten ist es so, dass wir Siegpunkte bekommen, wenn wir die jagen. Aber sie haben eigentlich nahezu, also wenn ein Mensch einen Bewegungspunkt hat, ist das eigentlich schon viel in diesem Spiel. Zusätzlich haben alle immer noch irgendwelche, ja, diversen Boni, entweder gelten die sofort oder sie gelten am Spielende. Das Problem da ist jetzt, dadurch, dass wir den Stapel nehmen müssen, ohne ihn zu sehen, kann es uns passieren, dass wir 3 Menschenkarten da drin haben. Hier gibt es sogar Karten, die haben Minusbewegungspunkte. Das heißt, wir haben ein gewisses Risiko, wenn wir sagen, wir gucken uns die nicht an und nehmen die jetzt alle und jagen dort. Denn man muss immer abwägen in dem Spiel, setze ich jetzt auf Siegpunkte, habe dafür aber echt Einschränkungen in meinem Bewegungsradius und komme im Ernstfall überhaupt nicht voran, habe dann zwar viele Siegpunkte, aber schaffe es auch nicht mehr zurück zum Schloss. Oder setze ich auf diese Vampirkarten, habe viele Bewegungspunkte, aber habe echt Probleme, Siegpunkte zu sammeln. Und das ist eigentlich das, was dieses Spiel ausmacht, dass wir da ja eine gute Balance finden und eine eigene Strategie. Zusätzlich haben wir hier noch diese Gefährtenkarten, die bringen uns auch diverse Boni, das steht immer drunter. Die sind auch alle nochmal, da gibt es verschiedene Kategorien in der Anleitung schön aufgelistet. Genau, da können wir uns also entscheiden, ob wir statt hier oben im Jagdgebiet über dem Gasthaus jagen und dann alle 3 Karten nehmen müssen. Dann haben wir noch das Labyrinth, das ist hier oben. Das ist quasi das letzte Feld, das am weitesten entfernt ist vom Schloss. Da oben liegen einzigartige Rosenkarten, also diese Karte gibt es tatsächlich nur einmalig. Wenn wir da hinkommen, können wir uns eine Rose unserer Wahl von diesem Stapel der 3 Rosen nehmen. Die kostet uns auch nichts und zählt als Jagd. Wir dürften also zusätzlich nur hier noch jagen, wenn wir irgendeine Karte haben, die uns erlaubt, ein zweites Mal zu jagen. Ansonsten wäre die Jagd mit dem Labyrinth quasi abgedeckt.
Und es ist so, dadurch, dass diese Karten einzigartig sind und was ganz Besonderes, dürfen wir auch nur eine einzige Rose in unserem Deck haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, zweimal dorthin zu gehen. Hier haben wir die Schiffe auf dem Wasserweg. Man sieht schon, man kann den Weg erheblich abkürzen, wenn man sich auf dem Wasserweg befindet. Nachteil ist aber, dass wir uns auf Feldern mit Schiffen, dass wir da nicht jagen dürfen. Das heißt, wir können uns dann nur bewegen. Und an sich ist es so, wir dürfen alle Felder, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn wir da unseren Zug beenden, bekommen wir unseren Bonus sofort bei Bewegungsende, bevor wir dann eventuell noch zur Jagd übergehen. Außer vier Felder. Wir haben hier den Markt, die Kathedrale oder Kirche, irgendeine Militäreinrichtung und eine Villa. Wenn wir da enden, dann dürfen wir den Bonus erst am Ende unseres Zuges, also wenn wir auch gejagt haben oder zumindest sagen, wir wollen nichts anderes mehr machen, wir sind jetzt fertig, können wir den erst einlösen. Hier ist es folgendermaßen. Diese vier Einrichtungen sind verschiedenen Symbolen zugeordnet, die wir auch auf Karten von Menschen finden. Menschen, wie gesagt, halten uns auf. Wir wollen zwar deren Siegpunkte, deren Blut, sind aber eigentlich ganz froh, wenn wir die Karten wieder loswerden könnten. Das können wir, indem wir auf diesen vier Feldern enden. Dann können wir am Ende des Zuges eine Karte aus unserem Ablage- oder Nachziehstapel eines Menschen mit diesem Symbol, also Haus, Kreuz und so weiter, einen Menschen verschlingen und aus unserem Deck entfernen. Das sind quasi die Vorteile dieser vier Felder. Das können wir aber erst am Rundenende machen. So viel zur Bewegung. Jetzt gehen wir über zur Jagd. Ich hatte ja schon das Prinzip erklärt zwischen Vampiren und Menschen. Wir haben uns jetzt also überlegt, beziehungsweise ich mache das jetzt hier mal vernünftig. Ich habe also 8 Bewegungspunkte und sage, ich gehe 1, 2, 3, 4, 5 und habe 3 übrig zum Jagen. Jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich jagen? Ich gucke mir natürlich erstmal die Auslage an, ist was Gutes dabei? Wenn ich mich also dafür entscheide, meine 3 Bewegungspunkte auszugeben, suche ich mir ein einziges Feld aus. Also ich kann nicht hier die ganze Spalte nehmen. Ich suche mir also ein Feld aus, man guckt sich halt an, Bewegungspunkte, etwaige Boni. Und später kann es auch passieren, dass wir Felder haben, auf denen mehrere Karten liegen. Dann müssen wir alle Karten nehmen bzw. jagen. Aber die dürfen wir uns vorher ansehen, im Gegensatz zu denen da drüben. Und ja, ich würde jetzt, da ich ja noch was übrig habe, sage ich mal, ich nehme hier diesen Vierer. Der hat schön viel Bewegung und lege den auf meinen Ablagestapel. Es gibt Karten, da steht bereit drauf. Die dürfte ich direkt hier oben auf meinen Nachziehstapel legen, muss ich aber nicht. Genau. Und ja, beim Jagen gibt es auch noch Besonderheiten. Wenn ich jetzt also einen, ich such mal einen Menschen, jetzt habe ich natürlich keinen. Einen Moment. Da. Genau, ich hätte hier diesen Menschen. Ich würde sagen, ich jage den Prinz Godfrey, würde mir sofort diese 5 Siegpunkte hier oben geben. Und dann würde ich die Karte, sofern sie keine anderen Anweisungen enthält, auch auf meinen Ablagestapel legen. Also die Siegpunkte holen wir uns sofort, legen die Karte dann auf den Ablagestapel, nehmen wir einen Vampir auch auf den Ablagestapel. Genau. Jetzt ist es so, es gibt noch eventuell Bonuspunkte, je nachdem, in welchem Gebiet wir uns befinden, wenn wir jagen. Wenn wir uns hier unten auf der Ebene oder hier oben im Wald befinden, dann gibt es nochmal Bonuspunkte. In der Ebene wäre das ein Blutstropfen, also ein Siegpunkt extra pro Menschen, den ich hier, während ich mich hier aufgehalten habe, gejagt habe. Im Wald wären es sogar 2 Bonus-Siegpunkte, die ich extra bekommen würde. Wenn ich nun also meine ganzen Bewegungspunkte hier verballert habe, dann packe ich meine Karten zusammen, lege sie auf den Ablagestapel und ziehe 3 neue Karten vom Nachziehstapel für die nächste Runde. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das hier der letzte Zug der gesamten Runde war. Dann würden wir als nächstes den Rundenmarker um 1 weiterschieben.
Wir schieben hier die Karten eine Spalte weiter nach rechts. Wie gesagt, hier kann es dann passieren, dass wir mehrere liegen haben. Das ist dann so. Wir ziehen drei neue Karten von dem Jagdstapel und legen die wieder in diese Dreierreihe. Ach so, und grundsätzlich, wir haben das aber auch öfter mal vergessen, wenn ich mit meinem Zug fertig bin, dann drehe ich den um und zeige quasi an, dass ich meinen Zug schon beendet habe. Und wir würden jetzt an der Stelle diese Marker im Grunde wieder aktivieren. Ja, und so würden wir direkt zur neuen Runde übergehen. Also das war eigentlich der Zug. Es gibt noch eine Besonderheit bei den Karten. Es gibt diese Tierwesen, die haben, genau, da steht bereit, dauerhaft. Wenn ich die einmal in der Auslage habe, können die da immer liegen bleiben. Ich ziehe immer wieder drei neue Karten am Ende der Runde für die neue Runde. Das bleibt auch so, das heißt, die hätte ich zusätzlich. Entweder gibt die mir einen Bonus, einfach dadurch, dass sie da bleiben kann, oder manche haben auch die Möglichkeit, also die Fähigkeit, oder geben den Bonus, dass ich sie ablegen kann für eine Aktion. Würde ich das machen, lege ich sie wieder hier drauf und löse ein, was ich machen kann, und ziehe in der nächsten Runde wieder drei Karten. Vielleicht habe ich Glück und es ist wieder eine dabei, die würde dann in der nächsten Runde wieder liegen bleiben dürfen. Also dauerhaft heißt immer, sie kann da bleiben und ich ziehe trotzdem drei neue Karten. Bereit bedeutet, wie gesagt, dass ich sie von hier, wenn ich sie hier jage und es steht bereit drauf, kann ich sie direkt oben auf meinen Nachziehstapel legen. Muss ich aber, wie gesagt, nicht machen. Ja, wenn wir nun also irgendwann mal beim Spielende angekommen sind, also in Runde 15, dann ist es so, ganz wichtig, am Ende von Runde 15 geht die besagte Sonne auf, also der Sonnenuntergang findet statt und das Spiel ist vorbei. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wer hat es geschafft, sich hier in Sicherheit zu bringen, wer ist rechtzeitig zurückgekehrt. In der Anfängervariante, wie gesagt, wäre ich hier auch in Sicherheit, habe aber 20 Minus-Siegpunkte, die muss ich mir dann hier wieder abziehen. Aber großes Ziel ist natürlich, wir schaffen es zurück zum Schloss, weil wir sonst leider in der Sonne verbrennen und unsere Siegpunkte im Grunde alle wertlos sind. Genau, also in der normalen Variante müssen wir mindestens auf dieses erste Friedhofsfeld kommen, sonst haben wir einfach komplett verloren. Bei der Schlusswertung ist es so, wir schauen uns als allererstes die offen liegenden Ziele an, gucken, wer hat was erreicht, geben uns dann die jeweiligen Siegpunkte hier unten auf der Leiste. Dann gucken wir uns unsere individuellen Ziele an, drehen die um, geben uns die dazugehörigen Siegpunkte. Und ja, manchmal gibt's Marker, die quasi sagen, wenn ich mehr als jemand anders habe und so weiter, dann ist es so, wenn Gleichstand herrscht, dann bekommt natürlich keiner irgendwie einen Punkt. Also wir teilen uns dann auch keine Punkte, das ist ja manchmal so. Wenn wir es jetzt wirklich mal geschafft haben, dass wir mehr Punkte haben, der Marker hat noch eine Rückseite von 100 Siegpunkten, dann drehen wir den um und können hier zum Beispiel auf die 155, aber davon waren wir ehrlich gesagt ziemlich weit entfernt. Es gibt noch Karten, genau. Es gibt Menschenkarten, die am Ende auch noch Siegpunkte bringen. Das sind zum einen, die erkennt man immer an diesem Blutstropfen, der hier links unten in der Ecke ist. Nicht der hier oben, der ist bei allen, glaube ich, hier unten dieser. Das sind nochmal Karten, die am Ende Punkte bringen. Also entweder steht hier eine Bedingung drauf, ich bekomme x Punkte für das und das, wenn ich das gemacht habe. Oder es sind welche, die einfach direkt sagen, wie viele Punkte ich am Ende bekomme. Oder die hier unten, Schlusswertung, werte einen Siegpunkt für jeden Heiligen, den du gejagt hast. Und so weiter und so fort. Also nach denen schauen wir dann auch noch. Ansonsten diese ganzen Zeichen und Symbole, die hier gelegentlich auftauchen, die sind alle super im Regelheft nochmal erklärt, auf der letzten Seite. Und da kann man immer nochmal kurz reinschauen, das ist ganz cool. Und ansonsten, ist eigentlich alles gesagt, das Regelwerk ist überschaubar. Und die größte Herausforderung ist eigentlich, dass man es zurück zum Schloss schafft. In den 15 Runden.
Ja, ich möchte noch ein kurzes Feedback zum Spiel geben, möchte aber auf jeden Fall betonen, dass es sich um einen Ersteindruck handelt, denn ich habe das Spiel noch nicht oft gespielt. Ich habe es auch bisher nur zu zweit gespielt. Hab im Nachgang auch, also was uns aufgefallen ist, unser Problem war zum einen, dass wir nicht besonders weit kamen. Das kann natürlich an der Strategie gelegen haben. Das möchte ich auch ganz klar sagen. An sich war das Spiel durchaus unterhaltsam. Es war einfach so ein bisschen, ja, dass wir, ich glaube, wir sind bis hier irgendwo gekommen und mussten dann zurückgehen, weil wir es nicht weiter geschafft haben. Aber wie gesagt, das hängt ja natürlich auch stark davon ab, lege ich jetzt meine Priorität auf die Menschen, auf die Vampire, wie viele Bewegungspunkte habe ich so und so weiter und so fort. Ansonsten, es hatte so was leicht Monotones. Der Spielablauf ist ja so, ich ziehe drei Karten, lege die aus, entscheide, bewege ich mich, jage ich. Dann ist der Nächste dran, macht das, ich ziehe drei neue Karten, wir schieben die Karten nach rechts, ziehen drei Karten nach und so weiter. Das ist, hat tatsächlich etwas leicht Monotones gehabt. Gerade auch, weil am Anfang, oder manchmal hat man Situationen, wenn man echt nicht viele Bewegungspunkte hat, dann ist so eine Runde ruckzuck vorbei. Also ich hatte manchmal Phasen, da habe ich null oder einen Bewegungspunkt gehabt, dann bin ich einen Schritt gegangen, zack, meine Runde war zu Ende, weiter. Also das hatte einfach sowas wie und wieder und wieder und wieder. Das war einfach ein bisschen monoton und wir kamen nicht so weit. Und ich habe im Nachgang dann gelesen oder gehört, dass das Spiel auch eigentlich für 3 bis 4 Spieler empfohlen ist als bestmögliche Besetzung. Das haben wir dann erstmal als den Grund genommen, warum wir das vielleicht als ein bisschen langweilig empfunden haben. Aber wir haben uns dann noch gefragt, was ändert sich denn eigentlich? Es ändert sich insofern eigentlich nichts. Wir bauen hier oben den Jagdbereich auf. Also eine Reihe pro Spieler plus eine zusätzliche. Das heißt, mit 2 Personen haben wir 3 Reihen. Mit 3 Personen haben wir 4 Reihen und so weiter. Das heißt, es erweitert sich. Wir haben hier keine schwindende Chancengleichheit irgendwie. Also es kommt immer eine Karte mehr dazu. Daran würde ich jetzt, ohne es mit mehreren Spielern gespielt zu haben, schon mal sagen, wird es jetzt wahrscheinlich nicht liegen. Ansonsten ist es so, wir haben ein super großes Spielfeld. Das heißt, wir haben eigentlich relativ viele Punkte, auf denen man stehen bleiben kann. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es spielt ein Spieler mehr mit, dann würde ich jetzt auch prognostizieren, dass wir hier nicht plötzlich einen harten Konkurrenzkampf haben. Deswegen, wir haben uns wirklich gefragt, was ändert sich jetzt eigentlich mit mehr Spielern und ja, wodurch ist es dann abwechslungsreicher oder weniger monoton oder was auch immer. Weiß ich nicht. Deswegen absolut unter Vorbehalt. Es waren immer nur 2er-Partien und ich hoffe, dass ich es irgendwie zeitnah oder zumindest irgendwann mal mit mehr Spielern spielen kann, um mir einfach ein Bild davon zu machen, wie sich das Spiel verändert. Ihr könnt es mir auch gerne sagen. Mich würde es wirklich interessieren, weil wir ja nach dem Spiel schon überlegt haben, was ist jetzt eigentlich anders. Was definitiv unbefriedigend ist, wenn man belohnende Spiele mag oder sogar braucht, um sich zu motivieren. Die Tatsache, wenn ich es nicht zurück zum Schloss schaffe, ist quasi alles, was ich in diesem Spiel erreicht habe, völlig nichtig. Es zählt nichts. Das ist natürlich bedauerlich, erhöht den Druck. Mich persönlich stört es nicht, weil ich nicht, also ich habe auch immer Spaß an Spielen, auch wenn ich verliere, das ist mir relativ egal. Und wenn ich es jetzt wirklich nicht zurückschaffe, ja, dann ist es so. Auf der anderen Seite macht das ja gerade den Ansporn aus, dass ich mich echt konzentriere, nach der Rundenanzeige gucke und schaue, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zurückzugehen. Da kommen wir auch nochmal kurz zu den Mechanismen. Wir haben diesen Deckbuilding-Mechanismus, dadurch, dass wir unser Deck immer weiter erweitern durch die Jagd. Man kommt auch relativ schnell zu einem dickeren Deck, also das war bei mir in jeder Partie so. Und wir haben diesen leichten Push-Your-Luck-Mechanismus in dem Sinne einfach, dass ich immer gucken muss, in welcher Runde bin ich und gehe ich noch eins weiter, gehe ich schon zurück, weil man nie weiß, was man als nächstes für Bewegungskarten zieht und ob es dann nach hinten raus überhaupt noch reicht, rechtzeitig zurückzukommen. Ja, also ich betone nochmal, Ersteindruck, mir hat das Spiel an sich gefallen, mir gefällt auch, was das Spiel eigentlich beabsichtigt, mir gefallen die Mechaniken sehr. Es hatte nur so eine gewisse Monotonie und
ja, dadurch, dass wir nicht so weit kamen, war es halt auch irgendwie blöd. Also für mich wäre es utopisch gewesen, in den ganzen Partien zu dieser Rose da hochzukommen. Das hätte ich, also war absolut sinnlos. Aber ich habe auch viel auf Menschen gesetzt, hatte dann viele Siegpunkte, aber wenig Bewegungspunkte. Aber genau das ist es ja. Also ich werde es auf jeden Fall garantiert noch spielen. Ich bin jetzt nicht irgendwie so abgeschreckt, dadurch, dass es langweilig war, dass ich das nicht mehr spielen will. Im Gegenteil, ich interessiere mich jetzt eigentlich noch mehr dafür, wie das Spiel funktioniert, wie es mit mehreren Personen funktioniert und ja, wie es sich auch verändert, wenn man seine Strategie einfach längerfristig überdenkt und anpasst. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, probiert es auf jeden Fall gerne aus, wenn es euch grundsätzlich anspricht. Es würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen ihr selber gemacht habt oder in Zukunft noch macht. Schreibt gerne auch in den nächsten Wochen, wenn ihr das Spiel gespielt habt, gerne mal unter das Video, wie es euch gefallen hat, weil das wirklich ein Spiel ist, wo mich interessiert, also was da noch rauszuholen ist, weil es mir eigentlich gefällt. Also ich bin nicht abgeschreckt, das möchte ich nochmal betonen. Euch viel Spaß beim Spielen, falls ihr es auch ausprobiert und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!